aus Klarsicht im Chemnitzer Spiel. Das ist Ocho Cocho Turinaringa, der Publikumsliebling hier in Chemnitz. Und das Stefan Heidrich, mit 9 Treffern erfolgreichster Schütze des Tabellenzweiten. Bei den Homburgern nach 4-wöchiger Sperre wieder Hansi Gundelach im Tor und in der Abwehr Routinier Dieter Finke, der nach 3-monatiger Verletzungspause sein 2. Spiel wieder bestritt. Doch im Angriff die Homburger mit einigen Orientierungsproblemen. Jurgeleit, der Goalgetter der Homburger. Das attraktivste der ersten Halbzeit, dieser Hackentrick von Ocho Cocho. Aber das war es dann auch schon. Dezember, Fußball, Tristesse. Ein Kompliment allen Helfern, die den Platz vorbildlich räumten und so beiden Mannschaften ein Wiederholungsspiel ersparten. Nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit wich der Nebel. Jetzt hatten 3000 Zuschauer etwas vom Spiel und sahen diese Gelegenheit der Homburger. Sie haben es gesehen, das war Jurgeleit mit der Nummer 10 und das ist Holger Hiemann, der da einen tollen Reflex parat hat. Jurgeleit und Hiemann mit der rechten Hand an der rechten Stelle. Homburgs Trainer und der Schiedsrichter Brandt Chollet beim Adventsplausch, aber das war keine Vorabsprechung. Der schwarze Mann ohne Tadel und die Homburger in ihrer besten Phase. Gries, der auch schon 5 Treffer erzielt hat, rutscht da vorbei an der Flanke von Kimmel. Die Chemnitzer Abwehr jetzt mit einigen Problemen in der Organisation. Schlecht gestaffelt und da hat Gries die Riesenmöglichkeit. Aber er setzt den Schuss zu hoch an. Hans Meyer mit nervösem Zungenspiel. Sein Mittelfeldmann Thomas Laudelei hatte vor der Partie wieder Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, konnte aber spielen. Und das ist Thorsten Böhr. Kein Problem für Gundelach. Thorsten Böhr hatte Probleme, sich gegen seinen Gegenspieler Finke durchzusetzen und wurde dann ausgewechselt. Die Chemnitzer meist zu stereotyp im Angriffsaufbau. Das die beste Kombination. Stefan Heidrich hätte da sein 10. Saisontor erzielen können. Und weil das die beste Kombination der Chemnitzer war, zeigen wir Ihnen nochmal die Zeitlupe. Dann war der Nebel wieder da. Solo von Ocho Cocho, der in seiner Heimat Afrika bei solchem Wetter nicht mal auf die Straße gegangen wäre. Der Schütze von diesem Fernschuss muss im Nebel bleiben. Glasklar allerdings der Absender des Freistoßes, Stefan Heidrich. Gundelach rettet den Homburgern den Punkt, der sie wie Chemnitz in die Aufstiegsrunde bringt. Ich bin froh darüber, dass wir im letzten Spiel nicht mehr groß unter Druck stehen. So haben wir im letzten Spiel noch die Chance, vielleicht einen Punkt aufzuholen gegenüber der Spitze. Der Punkt heute ist hochverdient. Man muss sagen, dass Jena doch einige Feldvorteile hatte gegenüber uns, Chemnitz natürlich, Entschuldigung. Das ist normal für eine Heimmannschaft, aber dafür hatten wir zwei ganz klare Torchancen. Eigentlich die zwei klassen vom ganzen Spiel. Leider wurde der Kopfball wieder an den Pfosten, wie jetzt in den letzten 5 Spielen ist jedes Mal der Pfosten uns im Weg gestanden, um einen Punkt mehr rauszuholen. Damit müssen wir im Moment leben, aber von der kämpferischen Einstellung, der Abwehr hat hervorragend gestanden. Da hatten wir gesehen, was der Hansi Gundelach, auch der Dieter Finke für die Abwehr wert sind von der Ruhe her. Jena hatte einige Fernschüsse und 2, 3 gefehlte Situationen, aber keine herausgespielte Chance. Also damit kann man zufrieden sein.